Moin, in diesem Video geht es darum, wie ihr Daten wie zum Beispiel Bilder oder irgendwelche anderen Dateien von beschädigten SD-Karten oder USB-Sticks retten könnt. Ja, dazu braucht ihr das Programm EaseUS Data Recovery Wizard und müsst es traurigerweise patchen. Entweder ihr kauft es euch oder ihr folgt dem Link in der Beschreibung. Da müsst ihr eine Registry-Datei ausführen. Und ihr habt quasi die Premium-Version. Ansonsten könnt ihr die Daten zwar einsehen, aber nicht wiederherstellen. Ja, meine Daten waren zwar weg, aber jetzt ist es dummerweise so, dank des Vorführeffekts, dass ich einfach wieder drauf zugreifen kann. Aber bei mir waren die Dateien tatsächlich weg und ich konnte sie mit dem Programm retten. Jetzt geht die SD-Karte traurigerweise wieder. Aber wir werden es trotzdem ganz normal durchführen, denn das wird euch hoffentlich den Arsch retten. Okay, also ihr führt das Programm aus. Und dann klickt ihr auf Partition wiederherstellen. Wählt die Dateitypen aus. Ich lasse jetzt einfach mal nur Bilder angecheckt. Da es sich bei der SD-Karte immer eine Speicherkarte für ein Foto handelt. Dann wählt ihr das Laufwerk aus. D, FAT32, 4 GB Kapazität. Ja, wenn der Prozess fertig ist, sieht das so aus und ihr könnt hier die Ordner selektieren, von denen ihr die Dateien wiederherstellen möchtet. In meinem Fall ist es eben Dezim. Dann wählt ihr die Elemente aus, die ihr wiederherstellen möchtet. Macht einen Rechtsklick, klickt auf Wiederherstellen und wählt jetzt einfach den Speicherort aus, klickt auf Speichern und ihr habt eure Daten wieder. Das funktioniert natürlich nicht immer, nur wenn die Partition nicht komplett zerschossen ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei und ja, alles klar.